Aber ein Problem wird die Koalition am Montag in der Tat auf gar keinen Fall lösen, und das heißt Bayern. Die CSU ist, man muss sagen, wieder mal in der Pubertät und terrorisiert Mutti mit ihren Ideen. Diese Woche hier zum Beispiel mit der PKW-Maut. Ja, alle paar Tage kommen die mit irgend sowas angeschissen, die Bazis. Und wenn sie nicht nach 3 Sekunden ihren Willen kriegen, dann drohen sie, die Koalition platzen zu lassen. Hui, ich nässe mich ein vor Angst. Das wäre eine in der Tat sehr ernste Gefahr für eine Koalition. Das geht mir alles zu zäh. Ja, das geht schon sehr zäh mit der Regierung. Deine Leute sitzen da selber drin. Und mit solchen Querulanten wollen die am Montag alle Probleme lösen. An einem Tag, Freunde. Ehrlich, das halte ich für ziemlich ausgeschlossen. Bäh, was? Einen Tag ist in der Tat Bullshit, Oliver. Diese Problemchen, die löse ich Ihnen in einer Minute. Also eine Minute finde ich doch sehr optimistisch. Da sagt Ihre Frau auch immer. Auf geht's, 60 Sekunden, stopp die Zeit, du Gesichtswurst. Problem 1, Betreuungsgeld. Abgelehnt, weil CSU-Idee, also Scheiß-Idee! Alternativvorschlag zur Entlastung der Kitas. Verhütung, schon mal gehört? Problem 2. Energiewende ist leider nicht zu schaffen. Denn wie sagt der deutsche Ökospießer? Windstrom ist voll wichtig. Aber muss die Stromtrasse der Schmalkante führen? Baut die mal bei meinem Nachbar, der trennt immer sein Müll falsch, die dumme Sau. Machen wir es doch so. Atomkraftwerke grün anstreichen und ein kleines Windrad obendrauf stecken. Feierabend. Problem 3. Vorratsdatenspeicherung. Totale Idiotendebatte. Das gibt's doch längst, den Scheiß. Nennt sich Google und Facebook. Schwachmaten sie ihnen geben, hier sowas posten, die Leute, ja wie bescheuert muss man denn da sein? Und wenn man alle Probleme der Koalition auf einmal lösen will, hätte ich den ultimativen Tipp. Steckt den euren Seehofer endlich ins Heim! Und wie lang? Ja, ich sag mal, knapp über eine Minute. Respekt. Ja, dürfte ich jetzt eventuell wieder meine Sendung moderieren? Ginge das? Gleich. Wird die schwarz-gelbe Regierung bis zur Bundestagswahl 2013 überhaupt noch irgendwas zustande kriegen? Hören Sie dazu nun einen Kommentar von Gernot Hassknecht. Nein.